Unsere deutsche Whisky-Reise geht weiter nach Bad Kürzingen. Dort begrüße ich recht herzlich den Herrn Gerhard Liebel. Gerhard, Servus. Wolfram, Servus, grüß dich. Liebe Grüße nach Kern. Ja, gerne. Wir haben ja eins gemeinsam, Thermen, oder? Also Bad Kürzingen. Wir sind beide Bad, aber Kürzingen, Wolfram, muss ich ganz kurz verbessern. Aber ist nicht schlimm. Okay, passt. So, mir geht es um Folgendes. Der deutsche Whisky hat sich ja die letzten Jahre ziemlich entwickelt. Und jetzt haben wir die Frage, vom Getreide angefangen, wird eigentlich von den ganzen Whisky-Brennereien in Deutschland eigenes Getreide verwendet oder wird das Getreide genauso zugekauft? Ich denke, im meisten Fall wird das Getreide zugekauft, weil es sind ja nur wenige Betriebe, die eine eigene Landwirtschaft dahinter stehen haben. Und wenn man das einmal von der produktiven Seite sieht, ist ja das auch entscheidend, weil es gibt ja auch viele Brennereien, die ja jetzt die Bier- oder die Getreidewürze vom Brauer kaufen und dementsprechend dann natürlich auch das Getreide vom Brauer oder der Brauer das bei der Mälzerei kauft. Kennst du einige deutsche Brennereien, die wirklich das Getreide selbst herstellen, selbst ernten und die auch das Getreide melzen? Also ich kenne jetzt keinen, der alles selber macht. Oder einer der wenigen, die ich kenne, ist mein Freund, der Hans-Georg Fink auf der Schwäbischen Alb, der Fünsch-Whisky. Genau. Der hat eine eigene Landwirtschaft mit dabei und baut die Gersten und den Weizen auch selber an. Lässt es aber dann, ich glaube, beim Goldenen Ochsen heißt die Mälzerei oder die Brauerei, die am Malzboden mit dabei haben, melzen, holt es wieder zurück und beginnt dann eben mit dem Produktionsprozess. Okay. Was jetzt die ganze Gärung angeht, wird in Deutschland eigentlich nach alter Brautradition offen vergoren in Holzbottichen oder wird in Edelstahltanks in geschlossenen vergoren? Wie wird produziert? Also in der Regel, die meisten Brennereien, die alle kennen, die werden halt eben eingemeischt, natürlich klassisch auf Edelstahl. Es gibt zwei verschiedene Maischemethoden, entweder eine Ganzkornmeische, wie wir es mir eben auch machen, oder das Thema, wie ein Bier hergestellt wird, dass man natürlich auch zuerst eine Maische anrührt, die dann am Läuterbottich dementsprechend läutert und dann nur die Würze weiterpumpt in die jeweiligen Gärbehälter, ob das jetzt Edelstahl ist oder ob das auch Holz ist, ist verschieden. Es gibt Brennereien eben mit Holz, ein paar wenige offen und es gibt natürlich die meisten, denke ich, werden vergären dann in Edelstahl geschlossen. Okay. Nach schottischem Vorbild wird ja das ganze Korn vergoren. Das heißt, einige Brennereien in Deutschland produzieren eben nach schottischem Vorbild von der Gärung her das Produkt. Die machen eine Würzegärung praktisch. Also in Schottland ist ja auch so, dass klassisch gemeischt wird, geläutert wird und nur dann die Flüssigkeit, also die Würze, ohne die Schalen und die Spelzen, die ja beim Läutern entfernt werden, dann eben eine Würzegärung machen. Ne, ist natürlich ein gewisser Aufwand, der betrieben werden muss, also ein zeitlicher Aufwand. Es gibt auch viele, die halt dann dementsprechend eine Maische anrühren und die komplette Maische, also die flüssige und auch dann die Schalen und die Spelzen, dann weitergeben zur Vergärung. So, wie kriegt man ein bergsprockenes Produkt? Ich denke, es ist auch abhängig, was man für einen Charakter haben möchte, weil die Geschmäcker sind ja subjektiv und verschieden. Ich denke, bei der Maischegärung kriegt man natürlich auch schon einen schönen getreidigen Charakter mit rein, weil die Schalen und die Spelzen ja auch Aromaträger sind. Vielleicht werden die Whiskys, die dann aus der Würze hergestellt werden, einfach einmal feiner und eleganter. Okay, aber das ist immer Geschmackssache, das ist schwer jetzt dann dazu zu sagen, diese Art ist letztendlich dann auch das Entscheidende, weil letztendlich macht ja das New Make einen gewissen Teil nur aus vom fertigen Produkt. Es kommt ja dann eigentlich der sehr elementare Bereich der Holzfasslagerung später dazu und die Fässer, die machen doch einen sehr, sehr großen Teil der späteren Qualität und Aromatik aus. Okay, bleiben wir zuerst nochmal bei der Destillation. Wie wird eigentlich in Deutschland gebraunt? Ich meine, Deutschland ist im Grunde genommen ein Obstbrandland, natürlich im Korngebiet oben genauso ein Kornbrandland. Im Kornbereich wird genauso mit Kolonnen gebrannt. Aber ich glaube, dass sie wahrscheinlich in erster Linie mit normalen, herkömmlichen Fruchtbrennereien bzw. mit Botstills gebrannt wird. Wie
Welche Geräte oder Gerätschaften finden da eigentlich Verwendung? Also ganz klassisch zum Beispiel ist natürlich jetzt die Destillation auf den klassischen Brenngeräten, die man halt auch eventuell verwendet oder eventuell lieber auch verwendet, um einen klassischen Obstbrand herzustellen. Es gibt ein paar Betriebe, du hast jetzt vor dir die Flaschen von St. Kilian stehen, die ja im Prinzip eine Anlage von Forsey in Schottland sich gekauft haben und dementsprechend eine ganz, ganz klassische schottische Potstill betreiben. In der Regel ist es schon so, dass man heute halt in Deutschland, weil die meisten Brennereien kommen natürlich eben auch vom Obstbrand und haben halt dann begonnen in den letzten 10, 15, 20 Jahren sich auch mit dem Thema Whisky zu beschäftigen und brennen natürlich auf den Anlagen letztendlich, wo sie im Herbst die Obstbrände machen, dann im restlichen Jahr, wie wir es zum Beispiel auch mir machen, natürlich unseren Whisky. Der Unterschied ist natürlich der, dass wir auch klassisch eine Rau- und eine Feinbrandbrennblase haben. Und beim Raubrand geht es bei uns auch klassisch letztendlich direkt aus der Brennblase in den Helm übers Geistrohr zum Kühler. Also eigentlich wie es auch klassisch in Schottland gemacht wird. Und beim Feinbrand können wir dann entscheiden, ob wir letztendlich dann einmal über die Kolonne gehen, ob wir bei der Kolonne letztendlich dann einmal die Glockenböden aktiv einschalten oder den Defragmator einschalten oder auch nicht und dementsprechend mehr oder weniger an Verstärkung bekommen. Okay, und der Alkohol, der Sprit, der vorne herausläuft, der wird ja dann auch in die Fässer gelagert. Man sagt immer, das Produkt besteht eben aus dem Alkohol bzw. der ganzen Verarbeitung davor und dann eben in der ganzen Lagerung in den Fässern, beziehungsweise dann danach auch in der wenn das Produkt auf Trinkstärke gesetzt wird oder wie immer vom Wasser. Aber nur, welche Fässer finden in Deutschland Gebrauch, beziehungsweise werden alle Fässer eigentlich bei einer Firma gekauft? Also letztendlich natürlich gibt es jetzt die klassischen Fässer, wie man es halt überall auf der Welt nimmt, Bourbonfass und Sherryfass. Aber ich glaube, der deutsche Whisky oder der deutschsprachige Whisky zeichnet sich natürlich auch aus durch sehr, sehr abwechslungsreiches und spannendes Holzfassmanagement. Wie wir es jetzt mir zum Beispiel machen, wir haben sehr viel oder ein großes Netzwerk zu verschiedenen Winzern, wo man eben dann Spätburgunderfässer bekommt oder Cabernetfässer oder auch mal tolle Weißweinfässer, Chardonnay zum Beispiel. Und da wird in Deutschland, das was ich in den letzten 10 oder 15 Jahren erleben habe dürfen oder auch in Österreich, sehr, sehr viel experimentiert mit Fässern, die man heute zum Beispiel klassisch in Schottland vielleicht nicht verwendet. Okay, jetzt musst du mir das Stichwort geben. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied vom deutschen Whisky zum schottischen, zum irischen oder zum amerikanischen? Na gut, fangen wir mal beim amerikanischen Whisky im Vergleich zum deutschen Whisky. Beim amerikanischen Whisky hat man doch in der Regel eigentlich klassische Bourbon-Whiskys, also die hergestellt werden nicht aus 100% Gerste oder 100% Weizen, sondern natürlich beim Bourbon ist es ja geschrieben, Spirituosengesetz technisch 51-80% müssen Mais sein. Ja. Der Rest kann eben durch Rohstoff Gerste, Roggen, Weizen ergänzt werden. Dadurch haben wir natürlich jetzt schon mal komplett andere Rohstoffe, die man für die Produktion verwendet und die natürlich dann den Whisky eine komplett andere Aromatik geben. Im Gegensatz natürlich, wenn ich jetzt nach Irland gehe, wo auch oft einmal oder ganz viel dreimal destilliert wird und wo zum Beispiel natürlich auch dann nicht bloß Gersten, sondern auch Weizen verwendet wird. Ne? Natürlich ist das Klima jetzt in Irland oder in Schottland anders wie bei uns jetzt in Kontinentaleuropa und das macht natürlich auch viel aus, weil da drüben ist es in der Regel kühler und es ist in der Regel auch feuchter, was sich auch dann im Inselschär zum Beispiel letztendlich dann ja niederschlägt. Und so ist das Klima natürlich auch in Kombination mit den Fässern, denke ich auch, jetzt hier so ein Punkt, der den Charakter auch maßgeblich beeinflusst. Das heißt eigentlich, der gravierende Unterschied ist auch, das Fässermanagement, da eben von Weinbauern genauso Fässer gekauft werden, die eben verwendet werden. Und natürlich, wenn wir von Amerika gesprochen haben, von Straight Bourbon darf nur einmal belegt werden, kommen natürlich die Fässer überall hin in der Welt, aber nur der gravierende Unterschied ist eigentlich das Fässermanagement, oder? Wenn wir es auf den Punkt bringen. Natürlich, jetzt, wenn du mal eine schottische Brennerei anschaust, die brennen jetzt zum Beispiel am Tag
genauso viele Liter wie wir oft einmal auf 5 Monate destillieren. Ja, also die brauchen natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Volumen an Holzfässern. Ja, und jetzt hast du voll Top-Winzer zum Beispiel, auch in Deutschland mit Rotweinwinzern, ob das jetzt ein Huber, Künstler, Fürst zum Beispiel ist. Ne? Aber da kriegst du jetzt halt nicht 100 oder 200 frisch entleerte Rotweinfässer, weil so viel haben die auch nicht, wo die dann jährlich abgeben. Ne? Und von daher waren jetzt eigentlich solche Winzer für einen großen schottischen Konzern, denke ich einmal, ja, nicht ganz so spannend, weil ich sage, was hilft mir, wenn ich jetzt 5 oder 10 Fässer pro Jahr kriege, da gingen ja bloß ein paar Flaschen raus. Und ich denke, das ist auch unser Vorteil, dass wir natürlich jetzt kleinere Produktionsmengen haben, dementsprechend vielleicht auch Fässer, da wo es nur eine kleine Anzahl gibt, dementsprechend verwenden können, die halt dann einen komplett eigenen Charakter jetzt im Whisky dann bringen. Ja, Spätsch ist halt auf gut Deutsch. Genau, ja. So, aber jetzt noch was. Ihr seid ja in Deutschland organisiert. Da gibt es ja, glaube ich, die deutschen Whisky-Destillerien. Das sind ja ziemlich viele Betriebe, die da zusammenarbeiten. Also wir haben zufällig vor 10 Jahren genau, auf dem Monat genau, im Kürzesten die Gründung gehabt des VDWs, also den Verband Deutscher Whisky-Destillateure, wo wir mittlerweile über 50 Betriebe sind, die sich jetzt dann hierzu einen Verein zusammengeschlossen haben, natürlich auch mit dem Ziel, die Qualität des deutschen Whiskys und auch das Renommee und die Qualität jetzt hier maßgeblich voranzubringen und natürlich auch gemeinsam für das Thema deutscher Whisky am Markt präsent zu sein. So, wo geht die Richtung eigentlich hin? Ist es alles Trendy, die Produkte, die großteils gebrannt werden oder destilliert werden? Geht es immer mehr in Richtung Rauchmalz, immer mehr in Richtung stark gedorft oder finden bei der generellen gewaltigen Schwärme von starken Rauchmalzprodukten, klassische Produkte auch noch Platz? Ja, weil ich denke, das Thema Torf ist jetzt natürlich schon ein wichtiges Produkt, wenn man das im Portfolio mitführen kann, weil es natürlich viele Freunde gibt, die halt einen sehr, sehr torfigen Whisky lieben und den auch frönen. Wir haben aber auch bei uns viele Gäste und Kunden in der Destillerie oder wenn wir auch auf verschiedenen Messen unterwegs sind, die mit dem Torf gar nichts anfangen können. Also von daher jetzt nur auf einen torfigen Whisky zu setzen, wäre mir jetzt im Betrieb ein bisschen zu vage oder zu gewagt. Von daher denke ich, sind wir schon gut aufgestellt, indem dass wir heute halt dann auch schöne weiche Whiskys haben, die auf Bourbon oder auf Sherryfass gereift sind. Aber natürlich auch genauso schöne rauchige Whiskys und das ist auch die Abwechslung für die Leute, die heute halt auch gerne mal vielleicht heute so oder morgen so trinken. So, jetzt kriege ich Lust auf einen Whisky. Trinken wir gemeinsam einen Whisky von dir und beschreib mal bitte. Also was wir jetzt trinken, das ist im Prinzip unsere Edition Felix, die haben wir jetzt für meinen ältesten Sohn gemacht. Das ist eine Fassstärke mit über 58 Volumenprozent. Jetzt hier, das ist eine Kombination eben aus getorften Whisky und ungetorften Whisky, die jetzt in Anführungszeichen über 8 Jahre, zum einen der ungetorfte Whisky, jetzt hier auch Sherry Oloroso Fass aus der Bodega Reihe Fernando de Castilla in Jerez gereift ist. Und der rauchige Teil ist jetzt hier eben dann ein getorftes Gerstenmalz gewesen, das wir von Castle Maltings eben bezogen haben und welches ja über 8 Jahre auf einem Bourbon-Fass jetzt hier gereift ist. Also Fassstärke mit 58%. Und natürlich, wenn wir jetzt dann einmal die Nasen ins Glas reinhalten. Du darfst, ich habe auch einen Whisky, ich trinke mit dir mit. Dann haben wir jetzt natürlich jetzt die Kombination zum einen aus Rauch und Torf, der ja jetzt aber nicht so Lafroig-technisch ist. Also wir haben jetzt hier so 15 bis 20 ppm durch die Mischung von getorft und ungetorft. Und natürlich haben wir jetzt hier auch in der Nase den Sherry Oloroso, der sehr klassisch mit Tönen von Pflaume, von weinigen Aromen, ein bisschen Vanille und natürlich auch schönen, feinen Holznoten das Ganze abrundet. Kriegst du eigentlich vom Oloroso balsamische Töne auch hinein? Also vom Oloroso eigentlich weniger, vielleicht eher mal ab und zu von den Pedro Ximénez durch die Süße eben auch, aber wie gesagt, so die trockenen klassischen Weinaromen, das ist eigentlich das Typische von den Oloroso-Fässern, die wir aus Spanien bekommen. Gerhard, danke für den Überblick vom deutschen Markt, danke für die Beschreibung von deinem Produkt, danke, dass du heute mit dabei warst.
Bei unseren Zuschauern möchte ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Entdecken Sie mit uns gemeinsam die spannende Welt der Spiritosen. Abonnieren Sie bitte auf YouTube und auf insideworldspirits.tv und empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge der Inside World Spirit Shots. Prost und auf Wiedersehen mit einem tollen Whisky. Gesundheit.